Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folgen 80 mit einem weiteren Mystery Unboxing Video und ich bekam ein Paket von der Nina. Ja, und es ist ein wabbeliges Paket und mal schauen, was da jetzt drin ist. Das kann ich nicht so machen. Natürlich kann ich so machen. Also gut, ein Paket von der Nina ist ja drin und ja, wir machen einfach mal auf, mal gucken, was so schön ist, was denn die liebe Nina mir geschickt hat. Und seid gespannt, was da enthalten ist. Ja, ich bin jetzt etwas verwirrt. Ihr auch? Ich bekam Rosen geschickt. Aber ganz ehrlich, die passen mir überhaupt nicht. Warum bekomme ich Hose geschickt? Vor allem noch mit Herzchen, mit Bärchen vorne drauf. Ich bin etwas entsetzt. Warum bekomme ich Hose geschickt? Und vor allem nicht mit meiner Größe. Nummer 1. Und hier noch ein weiteres Höschen. Eine weitere Jeanshose. Auch. Die passt mir auch, oder? Männer. Natürlich nicht. Ja, die passt mir auch nicht. Mit Glitzerstein hier vorne dran, guck mal. Liebe Filmfreunde, hier ist kein Film drin, sondern Hosen. Vorher ist ein 8, das ist ein völliger Schlag. Warum packst du Hosen aus? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz, warum ich Hosen auspacke. Aber irgendwie, ja, ich fand einfach die Idee cool. Manchmal, jetzt gibt es die Auflösung, okay? Oder nicht? Gibt es eine Auflösung? Oder nicht? Haha. Entschuldigung, ich bin etwas verwirrt und etwas durchgeknallt. Ihr könnt mir auch hier 1000 Daumen runter geben, ist mir auch scheißegal. Denn das Video ist eigentlich nur ein Fun-Video für euch. Nein, natürlich ist das nicht meine Hosen, ist völlig klar. Denn die liebe Katharina hat für meine kleine Emma, oder für unsere Emma, zwei Hosen gekauft, eben von dieser Nina. Und ich dachte, ach komm, scheiß, mach mal ein kleines Fun-Mystery-Unboxing-Video für euch. Und ja, das ist nämlich das Ergebnis und ich habe nämlich hier zwei schöne Hosen für die Emma. Und hier natürlich alles in Jeans-Look und mit Herzchen drauf und mit Glitzerstaub drauf. Also ein wunderbares Höschen für die Emma, ne? Denn ist ein Mädchen und da kann man natürlich auch Herzen oder natürlich auch Glitzerstaub empfehlen. Ja, das war's von mir, von diesem kleinen Mystery-Unboxing-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das etwas völlig durchgeknallte Video. Und ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Euer Voice 82. Ciao.